Eriks, der Heidesprinter, wünscht Ihnen eine angenehme Fahrt. In Kürze erreichen wir Etzthof. Hallo, meine Lieben. Heute wird es legendär. Denn wir sind auf einem sagenumwobenen Schienenstrang unterwegs. Der Amerika-Linie. Dahinter verbirgt sich die 1873 als Teil der Verbindung zwischen Berlin und der Nordsee eröffnete Strecke Stendal-Uelzen-Langwedel, die in Koproduktion von Magdeburg-Halberstädter Eisenbahn und Bremer Staatsbahn entstand und ihren Namen den Auswandererzügen aus Mittel- und Ostdeutschland zu den bremischen Häfen verdankt. Darüber hinaus war sie bis 1945 auch für den normalen Fern- und Güterverkehr von Bedeutung. Die deutsch-deutsche Grenze unterbrach die Amerika-Linie bei Bergen-Dumme. Sie versank in der Bedeutungslosigkeit, wurde des zweiten Gleises beraubt und zur Nebenbahn herabgestuft. Der Ostabschnitt Stendal-Salzwedel-Uelzen wird seit 1997 bzw. 99 als elektrifizierte, für 160 km/h zugelassene Hauptbahn betrieben. Der Westabschnitt Uelzen-Soltau-Langwedel, dem wir uns heute widmen wollen, ist weiterhin eingleisig, nicht elektrifiziert und nur mit Tempo 80 befahrbar. Beginnen wir unsere Ost-West-Reise in Uelzen. Der kurz nach der Expo 2000 fertiggestellte 100-Wasser-Bahnhof wurde millionenfach fotografiert, aber wie er vorher und während des Umbaus aussah, hat kaum jemand für die Nachwelt festgehalten. Das pulsierende Leben der Magistrale Hamburg-Hannover tobt östlich des Empfangsgebäudes, während es auf der Westseite, sozusagen dem Katzentisch des Bahnhofs Uelzen, eher gemächlich zugeht. Hier startet unter anderem die Regionalbahnlinie 37 über Soltau und Langwedel nach Bremen. Seit 2011 betreibt Eriks, der Heidesprinter, den Nahverkehr auf dieser Strecke, die uns in den nächsten 15 Minuten beschäftigen soll. Zum Einsatz gelangen Dieseltriebzüge der Baureihe 648, die im 2-Stunden-Takt plus einigen Verdichterleistungen unterwegs sind. Steigen wir ein und fahren mit. Auf geht's! Im Nordkopf Uelzen schwenkt die Amerika-Linie westwärts ab und macht mit zwei elektrifizierten Gleisen auf den ersten Blick einen ziemlich wichtigen Eindruck. Denn im Vorgriff auf eine große Zukunft wurde die Ausfahrt in Richtung Soltau bis 1996 aufgemöbelt. Seit dem Mauerfall wird der Streckenausbau diskutiert, doch zu mehr als einem zusätzlichen Gleis zwischen Uelzen und der 2 Kilometer entfernten Überleitstelle Fischerhof hat es nicht gereicht. Immerhin entstand so eine der seltenen zweigleisigen Nebenbahnen. Wer weiß, wo ihr dieses Wissen mal einsetzen könnt. Hinter Fischerhof geht es also nur noch eingleisig voran. Westerweihe erhielt seinen Bahnhof erst 1906 beim zweigleisigen Ausbau. Das ehemalige Empfangsgebäude erkennt man nur bei genauerem Hinsehen als solches. Der Personenverkehr wurde 1981 eingedampft. Der Güterverkehr lief offiziell bis 2001. Bei der Umstellung auf eingleisigen Betrieb schrumpfte der Bahnhof zur Ausweichanschlussstelle und inzwischen existiert gar keine Betriebsstelle namens Westerweihe mehr. Erster Verkehrshalt und erster Kreuzungsbahnhof ist Ebstorf. Die vom paralysierten Deutschland des Sommers 2020 gefürchtete zweite Welle hat Ebstorf schon vor langer Zeit überspült. Gemeint sind allerdings keine Corona, sondern Rationalisierungswellen. Die erste traf Ebstorf beim Rückbau des zweiten Gleises Uelzen-Brockhöfe 1987. Eine Jahreszahl, die in diesem Film häufig auftauchen wird. Bis 1997 hatte man weiteres Einsparpotenzial entdeckt und es rollte Welle Nr. 2. Übrig blieben nur das durchgehende Haupt- und ein Kreuzungsgleis. Das mechanische Wärterstellwerk EW wurde stillgelegt und das Fahrdienstleiterstellwerk AOF mit elektromechanischer Technik ausgestattet, wobei die Formsignale altbrauchbaren Lichtsignalen wichen. Im Ebstorfer Westkopf beginnt eine 19 Kilometer lange Gerade, auf der wir diesem einsamen Bahnübergang mit Schranken im vor über 30 Jahren aus der Mode geratenen Design begegnen. Dort stand einst die Blockstelle Allenbostel, die, wie alle übrigen Blockstellen der Amerika-Linie, um 1950 aufgehoben wurde, da sich die tägliche Zugzahl nach der Grenzziehung auf weniger als 30 reduziert hatte.
Hier ein Blick gen Osten mit einem heransprintenden Eryx, der 4 Minuten später am Chronisten vorbeidieseln wird. Auf weiterhin schnurgerader Strecke liegt Brockhöfe. Bis 1987 ein Bahnhof mit 2 Stellwerken, seitdem Haltestelle. Wer sich die Amerikalinie auf der Karte anschaut, stellt fest, dass sämtliche bei Eröffnung vorhandenen Bahnhöfe in gleichmäßigen Abständen errichtet wurden. Der Grund ist nicht, dass alle Orte zufällig 10 Kilometer voneinander entfernt liegen. Nennenswerte Ansiedlungen waren seinerzeit ohnehin nur Ebsdorf, Soltau und Visselhövede. Die Bremer Staatsbahn wusste aber schon damals, dass ähnliche Bahnhofsabstände betrieblich sinnvoll sind, sodass mehrere Stationen auf der grünen Wiese entstanden. Hierzu zählt auch Brockhöfe, das sich als einer von ehemals 12 jetzt noch 5 Personenverkehrshalten auf fast 100 Kilometern zwischen Uelzen und Langwede bis heute behaupten kann. Jetzt wird es militärisch, denn die Strecke verläuft entlang der Truppenübungsplätze rund um Munsterörze, dem größten deutschen Heeresstandort bezogen auf die Anzahl der hier Dienenden. Auf den Betrieb der Amerikalinie hat dieses Superlativ keine nennenswerten Auswirkungen, denn Militärzüge bekommt der immerhin 3-gleisige Bahnhof Munster mit den mechanischen Stellwerken MOF und MW so gut wie nie zu Gesicht. Die werden auf der Strecke der Osthannoverschen Eisenbahn OHE aus Richtung Celle abgefertigt, die von Südosten in den Bahnhof einbindet. Hier rechts im Bild. Im Westkopf zweigt das bundeswehreigene Anschlussgleis ab, über das von 1982 bis 2013 waschechte Intercities rollten. Freitagmittags ins Rheinland bzw. ab Januar 2000 zu wechselnden Destinationen im Osten. Sonntagabends zurück. Hier die Durchfahrt des IC Sperber in Ebsdorf. Start und Ziel des wöchentlichen Zugpaars der Gattung Greifvogel Bierdosenexpress war der Haltepunkt Munsterörze Kaserne Emminger Weg. In den Fußnoten des Kursbuchs erst ab 2006 so bezeichnet, zuvor ganz profan Anschluss Bundeswehr. Die noch vollständig vorhandenen Gleisanlagen wurden vor wenigen Jahren teilweise saniert, sind aber ohne Verkehr. Am Rande des militärischen Sicherheitsbereichs geht es weiter nach Emmingen, das aus sämtlichen Fahrplanunterlagen getilgt ist, und zwar schon seit natürlich 1987. Nachdem der Abschnitt Brockhöfe-Visselhövede bereits Mitte der 60er Jahre auf Eingleisigkeit umgestellt worden war, fungierte Emmingen als Kreuzungsbahnhof, von dem zumindest ein Gleisstück auf diesem BÜ überlebt hat. Emmingen lag und liegt in völliger Einöde, war aber immerhin bis 1981 Reisezughalt. Bei Kilometer 45,1 unterquert die Amerikalinie die Autobahn 7. In unmittelbarer Nähe entstand im Gewerbegebiet Soltau-Ost das Cargo-Terminal, das nicht nur an die Auto-, sondern auch an die Eisenbahn angebunden ist, und zwar über die Ausweichanschlussstelle Harber. Aktuell wird diese mehrmals pro Woche bedient. Ausgewachsene Containerzüge pendeln zwischen Soltau und dem Hamburger Hafen. Tja, Soltau. Da denken die meisten sicherlich an den Heidepark und das Designer-Outlet. Viel wichtiger ist jedoch, dass Soltau ein Bahnknoten mit aus 7 Richtungen zulaufenden Strecken ist. Unsere Amerikalinie von Ost nach West, der Heidebahn von Nord nach Süd und den 3 OHE-Strecken nach Celle, Lüneburg bzw. Winsen und Neuenkirchen, wobei die ersten beiden den Personenverkehr 1975 verloren und letztere seit 1996 stillgelegt ist. Am Bahnübergang Zeller Straße bietet sich dieser Blick. Links die Amerikalinie nach Uelzen, rechts die Heidebahn nach Buchholz, die 500 Meter entfernt über diese Brücke nordwärts entschwindet. Im Hintergrund die Überführung des Gleises Richtung Lüneburg und Winsen. Die OHE betreiben mit Soltau Süd einen eigenen Bahnhof, dessen 1966 in Betrieb genommenes Drucktastenstellwerk aus Celle ferngesteuert wird. Amerikalinie und Heidebahn nutzen den echten Bahnhof Soltau mit 4 Bahnsteigkanten, wobei alle 2 Stunden Rundumanschlüsse bestehen. Die Züge zwischen Uelzen und Langwedel haben hier gute 20 Minuten Aufenthalt, was der wesentliche Grund für die luschige Reisezeit von 1,75 Stunden für 97 Kilometer ist.
Bahnsteige und Fußgängertunnel wurden 2016 neu erbaut. Die mechanische Leit- und Sicherungstechnik mit dem Fahrdienstleiterstellwerk SMF und den Wärterstellwerken SO und SW blieb erhalten. Das blassgelb angepinselte Empfangsgebäude ist als roter Bahnhof bekannt. Auch wenn es farblich bestens zur FDP passen würde, residiert hier der SPD-Ortsverein. Apropos, eine echte Amerika-Linien-Politgröße ist der SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil, der in Soltau geboren wurde, in Munster aufgewachsen ist und als großer Fan des Alpha E gilt, jenem nordostniedersächsischen Eisenbahnprojekt, über das ich auf diesem Kanal mehrfach berichtet habe. An dieser Stelle bietet es sich daher an, ein paar Worte zur Zukunft der Amerika-Linie anzubringen. Nach Jahrzehnten, in denen wechselnd Stilllegung und Ausbau im Raum standen, erscheint diese vielleicht nicht unbedingt rosarot, aber immerhin solide. Im Bundesverkehrswegeplan liest sich das so: Ertüchtigung und Elektrifizierung Langwede-Uelzen, 9 Kreuzungsbahnhöfe, Vmax 80 km/h für SGV. Bei den Kreuzungsbahnhöfen kann man sich praktischerweise genau jener Betriebsstellen bedienen, die schon bei der Streckeneröffnung vorhanden waren. Dank an die Bremer Staatsbahn für ihre weitsichtige Planung. Dass es bei Tempo 80 bleibt, wirkt allerdings etwas mager. Schließlich soll Alpha E doch auch den Personenverkehr nutzen. Wenn es gut läuft, werden zwischen Uelzen und Langwedel innerhalb der nächsten 15 Jahre rund 100 Kilometer Oberleitung gespannt und 5 neue Kreuzungsgleise gebaut. Bis 2035 soll die Amerika-Linie fertig ausgebaut sein und 40 Güterzüge täglich aufnehmen. Wie gesagt, wenn es gut läuft. Derartige Transparente lassen jedoch erwarten, dass das eher unwahrscheinlich ist. Bevor wir Soltau verlassen, sei noch auf das westliche Einfahrsignal mit Stummelflügeln hingewiesen, das bei normaler Größe durch die inzwischen abgerissene Brücke der neuen Kirchener Bahn verdeckt worden wäre. Durch den Wald geht's weiter nach Frielingen, ähnlich einsam gelegen wie Brockhöfe und Emmingen. Die letzten Reisezüge hielten 1981, der Rückbau des Bahnhofs mit Auflassung des Stellwerks erfolgte 1997. Wer hat den Fehler gemerkt? Natürlich nicht 1997, 1987, wie immer. Die folgende Ex-Station Riepholm gehörte nicht zur Originalausstattung der Strecke. Sie ging erst 1912 in Betrieb. Riepholm war niemals Bahnhof, sondern Haltepunkt, Anschluss und Blockstelle, zuletzt nur noch Schrankenposten. Der Personenverkehr hielt sich bis 1981. Verwunderlich, wenn man bedenkt, dass Riepholm so winzig ist, dass es dort bis heute keine Straßennamen gibt. Der Schrankenwärter verschwand 1987 mit Automatisierung dreier Bahnübergänge. Da rede ich die ganze Zeit von Rationalisierungen und Rückbau. Jetzt kann ich endlich mal von einem Infrastrukturzuwachs berichten. Östlich von Visselhövede erblühte Anfang der 90er Jahre der Gewerbepark Zeller Straße mitsamt der Ausweichanschlussstelle Visselhövede Stadt. Die Firma Heuer betreibt hier ein 5-mal pro Woche angefahrenes Flüssiggaslager. Ab 1992 erfolgte die Zuführung der Gaskesselwagen durch die OHE via Soltau. 2013 übernahm DB Cargo die Bedienung von Bremen aus. Zwischen Visselhövede Stadt und Soltau sowie zwischen Haber und Uelzen ist die Amerika-Linie derzeit ohne planmäßigen Güterverkehr. Der Bahnhof Visselhövede ist nur noch ein Abklatsch vergangener Tage. Einst kreuzte hier die Nebenbahn Hannover-Walsrode-Rotenburg-Bremervörde. Der Personenverkehr von Vissel in Richtung Walsrode endete 1980, nach Rotenburg sogar schon 1958. Beide Strecken sind seit Jahrzehnten abgebaut. An die frühere Bedeutung des Bahnhofs als Umsteigeknoten erinnert die Unterführung vom Haus zum Mittelbahnsteig. Übrig blieben das durchgehende Haupt, ein Kreuzungs- und diverse Nebengleise, die gelegentlich für Holz- und Baustofftransporte genutzt werden. In der Osteinfahrt steht das Stellwerk VF von 1902. Ursprünglich hieß es VO und beherbergte den Weichenwärter, während der Fahrdienstleiter auf VWF am anderen Bahnhofsende residierte. 2009 ging VWF außer Betrieb und das vormalige VO erhielt einen kleinen Stelltisch zur Steuerung des Westkopfs, während die Weiche
und die Signale auf der Ostseite weiterhin mechanisch bedient werden. Übrigens entstand hier 1991 mein allererstes Foto von der Amerika-Linie. Nur echt mit Finger vor der Linse. Der folgende 27 Kilometer lange Abschnitt bis Langwedel wurde bis zum Schicksalsjahr 1987 äußerst personalaufwendig betrieben. Neben je einem Stellwerk in Jeddingen und Bendingbostel sowie zweien in Kirchlinteln gab es hier nicht weniger als 8 Schrankenposten. Sie alle wichen zugbedienten Halbschrankenanlagen. Bereits 1985 und 86 war die Strecke etappenweise zur Nebenbahn umgewandelt und die Höchstgeschwindigkeit von 100 auf 80 km/h gesenkt worden. Jeddingen war wie Westerweihe und Riepholm ein Nachzügler und erhielt seine Station erst 1894. Zeitweilig fungierte Jeddingen als Bahnhof. Am Ende gab es hier noch eine Kombination aus Haltepunkt, Block und Ausweichanschlussstelle. Seit Stilllegung des zweiten Gleises taucht Jeddingen nicht mehr im Betriebsstellenverzeichnis auf, denn gleichzeitig wurden die Reisezughalte gestrichen. Auf weiten Abschnitten der Strecke ist übrigens bis heute eine Freileitung vorhanden, die die Amerika-Linie sehr nebenbahnig erscheinen und die Frage aufkommen lässt, ob die Masten nicht bloß noch zur Zierde in der Landschaft stehen, wenn die Strippe im Fliederbusch hängt. Obwohl Bendingbostel am nördlichen Ortsrand von der Strecke tangiert wird, entstand der gleichnamige Bahnhof 2 Kilometer östlich in Schafwinkel. Die gleichmäßigen Stationsabstände wären sonst nicht eingehalten worden. Warum der Bahnhof trotzdem Bendingbostel und nicht eben Schafwinkel hieß, keine Ahnung. Es ist müßig darüber zu sinnieren, denn nachdem er 1987 zur Anschlussstelle herabgestuft und diese wiederum 1995 aufgehoben wurde, ist der Name Bendingbostel ebenfalls aus allen betrieblichen Unterlagen getilgt. Am BÜ in Kilometer 83,4 stand anno dazu mal die Blockstelle Windmühle, später Schrankenposten 52. Die Bezeichnung der Blockstelle kam nicht von ungefähr. Hinter dem frischen Grün der Bäume versteckt sich die renovierte Schmohmühle. Kirchlinteln verlor beim Streckenrückbau seine Reisezughalte, blieb aber Kreuzungsbahnhof, wenngleich in der Regel durchgeschaltet. Die Ein- und Ausfahrsignale zeigten dauerhaft Fahrt. 2004 bereitete die DB Netz diesem Elend ein Ende. Und so verschwand auch die letzte Betriebsstelle zwischen Fissel und Langwedel. Als ich zur Materialsammlung vor Ort war, wurde Kirchlinteln Schauplatz eines kleinen Wutanfalls, weil eine freche Wolke einen Schatten auf ein zugegebenermaßen auch nicht allzu dolles Motiv warf. Dreck! Dreck ist das! Dreck! Tja, aber bei einem 2-Stunden-Takt, finde ich, darf man sich da schon mal ärgern. Ein paar Kilometer weiter überquert uns die 1928 eröffnete Strecke Verden-Rotenburg auf einer neuen Brücke. Die ist keinen zweiten Blick wert. Ihre Vorgängerin war interessanter, weil bei ihrem Bau ein Umsteigebahnhof berücksichtigt worden war, der jedoch nie in Betrieb ging. Und da sind wir auch schon in Langwedel. Der Blick nach Osten zeigt grün die 3 Gleise der Amerika-Linie, von denen eins seit langem gesperrt ist. Dazu blau das Überholungs- und die beiden durchgehenden Hauptgleise der Strecke Hannover-Bremen. In Gegenrichtung sieht das so aus. Die Züge der Hauptstrecke nutzen die Gleise 1 und 2, der Heidesprinter im Regelfall das Gleis 4, ganz rechts. Das hat er sogar für sich allein, denn von Hannover aus ist es unerreichbar. Tja, und da hinten schwenkt der Eriks auf die Magistrale Hannover-Bremen ein. Und genau dort, an der Weiche 48, ist die Amerika-Linie exakt 97,941 Kilometer von Uelzen entfernt. Zu Ende. Schön, dass ihr mich bis hierher begleitet habt. Tschüss und bis die Tage.